Hallo und willkommen zu 8 Wochen Weihnachten. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Gerade habe ich erst meine Halloween-Sachen gedreht und jetzt dreht sich schon alles um Weihnachten. Verrückt. Dies ist der erste Samstag. Zusammen möchte ich mit euch dieses kleine Gutscheinröhrchen machen. Und zwar ist hier drin etwas Kunstschnee, wie man ihn so in großen Säcken für die Fensterbank kaufen kann. Dann habe ich ausgestanzt kleine Sternchen. Dafür habe ich jetzt noch benutzt die alte Sternbordürenstanze, die gibt es nicht mehr. Aber bei den Framelits gibt es verschiedene Sachen, die ihr benutzen könnt, wo so kleine Sterne drin sind. Vielleicht habt ihr auch kleine Kreise oder irgendetwas anderes. Ich habe halt jetzt diese Sterne benutzt. Ja, und da drin ist ein Gutschein. Da habe ich einfach einen Gutschein geschrieben, habe eine kleine Schleife drum gemacht. Ja, und wie ich das Ganze verpackt habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Wir brauchen wieder diese tollen Röhrchen. Die gibt es ja zu 12 Stück im neuen Herbst-Winter-Katalog. Hier sind schon meine ausgestanzten Sterne drin. Die habe ich aus roter Glanzfolie gemacht. Ihr könnt das aber auch genauso gut mit der aktuellen Folie machen. Wir haben ja goldene, silberne, kupferfarbene und die neue champagnerfarbene. Ich habe mich aber jetzt für die roten entschieden. Ja, dann brauchen wir ein bisschen glutroten Farbkarton. Und bestempeln möchte ich den mit zwei verschiedenen Sets. Und zwar zum einen die weihnachtlichen Etiketten. Das ist ja meine Lieblingsstanze. Da gibt es ja die passende Stanze dazu. Bei meinem Muster habe ich den am 24. öffnen genommen. Und jetzt nehmen wir den Leise Riesel der Schnee. Und auf der Rückseite, damit man auch erkennt, dass da noch was drin ist in dem Röhrchen, habe ich nochmal Gutschein aufgestempelt. Und das kommt aus dem Set mit Liebe geschenkt. Das ist passend zu den Framelits, wo man diese kleine Geschenktasche mitmachen kann. Da ist der Stempel drin. Ja, das Ganze habe ich in Gold embossed und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch. Blutroten Farbkarton. Ups, hier habe ich meinen Stempel schon aufgezogen. Dann brauchen wir das Versamark. Ups, klebt. Das stempel ich mir hier unten in die Mitte. Dann nehme ich mir auch direkt schon ein Stückchen Schmierpapier dafür. Das Ganze habe ich vorher schon mit dem Embossing Buddy präpariert, das ganze Papier. Nicht, dass ihr euch wundert, das hilft immer super, damit das Embossing Pulver nicht gleich überall kleben bleibt, sondern wirklich nur da, wo es kleben soll, nämlich auf meinem Stempelabdruck. Jetzt bestreue ich das mit goldenem Embossing Pulver. Überschüssige Pulver gebe ich auch direkt wieder zurück in die Verpackung. Einmal zumachen, damit uns hier nicht gleich alles wegfliegt. So, dann mache ich einmal den Föhn an, dabei wird es leider einmal etwas laut. Teil. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn das dann schmilzt auf dem Papier. So, dann können wir das schon einmal ausstanzen. Vorsichtig reinschieben. Das Papier wälzt sich ja immer so ein ganz bisschen durch das Embossen. Dann nehme ich mir nochmal mein Schmierpapier und stemple auf die Rückseite, ebenfalls mit Versamark, nochmal das Wort Gutschein. Haben. Ja. Einmal hier so quer rüber. Alles einmal ein bisschen zur Seite räumen.
das jetzt noch mal einmal kurz laut. So, damit haben wir unseren Anhänger dann schon fertig. Dann kann in das Röhrchen auch schon mal der Gutschein einziehen. Und ich habe meinen Kunstschnee in so einem Gefrierbeutel. Deswegen knistert das jetzt so ein bisschen. Und ich gebe davon jetzt etwa einen so einen Teelöffel. Schon drauf. Alles ein bisschen durchschütteln. Und dadurch, dass dieses Pulver immer so ein bisschen statisch aufgeladen ist, na, ein bisschen kann noch, verteilt sich das eigentlich auch ganz gut in dem Röhrchen. So, die Tüte weg. Damit das Etikett ein bisschen besser hält, habe ich was von unserem dicken Juteband, nein, Jute-Schnur heißt sie, genommen. Habe mir einen Glue-Dot hier auf das Röhrchen gesetzt. Und das Band einmal da drauf gedrückt. Das Ganze ein paar Mal umzugewickelt. Dann abgeschnitten. Und dann die beiden Enden verknotet. Straff, damit es nicht runterrutscht, aber durch den Glue-Dot hält das eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir mit der kleinen Lochstanze hier oben ein Loch reingemacht. Und habe das Ganze mit unserem 1/8 Zoll Geschenkband in Gold. Auf Deutsch goldenes Geschenkband. Bisschen kompliziert der Name. Das möchte nicht da durch. So, komm her. Damit das ein bisschen besser hängt, habe ich über dem Etikett schon mal einmal einen Knoten reingemacht. Ich habe festgestellt, dann hält es ein bisschen besser und dreht sich das auch nicht so stark. Und das befestige ich dann auf der Juteschnur. Möchte es nicht. So, jetzt aber. Also mein anderes Bandfaden war so lang und das habe ich jetzt zu kurz gemacht. Naja. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Garstiges Geschenkband. So, jetzt ist es auch noch vom Juteband gerutscht. Naja, hier sieht es etwas besser aus. Aber ihr versteht, was ich meine. Da bin ich mir sicher. So, und dann habt ihr schon einen Gutschein schön verpackt. Mal anders als immer nur im Briefumschlag oder so. Ich finde die Idee ganz nett. Ihr vielleicht auch und habt Lust, es nachzubasteln. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Happy Stamping. Tschüss.